Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht es gut. Willkommen. Schön, dass ihr wieder einschaltet bei Brett Ballett oder wie ich es auch nenne, heute mal Krechtsballett. Naja, ihr merkt, meine Stimme ist noch angeschlagen. Das liegt nicht daran, dass ich plötzlich zum erfolgreichen Sänger geworden bin. Ich habe einfach mir letzte Woche eine Erkältung eingefangen. Nein, es ist nicht Corona. Cat lag auch jetzt eine Woche krank und als guter Ehemann habe ich sie natürlich etwas gepflegt. Ja, habe mir da allerdings auch eine Erkältung eingefangen. Mir geht schon wieder gut. Habe das Wochenende viel geschlafen, aber die Stimme ist noch angeschlagen. Nase ist noch ein bisschen zu. Aber alles in Ordnung. Heute mit dem Video der besonderen Art. Das ja eigentlich schon viel zu lange auf der Halde liegt, dass ich es machen wollte, denn auf der einen Seite fragt ihr oft danach und deshalb ist es allein schon ein Thema, was ich endlich mal machen wollte, aber auf der anderen Seite, ich war kürzlich bei dem Boardgame-Liga und der ist Svetlana zu Gast, Grüße gehen raus, ich hoffe, ihr haltet die Ohren steif da unten in Corona-City, alles gut, und es geht im Endeffekt darum, wir haben so ein bisschen gequatscht und hin und her und er wird ja nicht müde, mich immer wieder für bekloppt zu erklären wegen einer Aktion, die ich letztes Jahr im Sommer kurz vor der BerlinCon gerissen habe. Und da war ich, ich sag mal, ein bisschen verrückt unterwegs und habe mir gedacht, ach weißt du, jetzt steht hier der BerlinCon-Flohmarkt an, da kannst du ja auch schon mal ein paar Brettspiele kaufen, zum Verkaufen. Naja, und ihr wisst, glaube ich, wie diese Geschichte dann sich entwickelt hat. Nämlich so, dass ich eine Brettspielsammlung aufgekauft habe mit, ja, 1800 Brettspielen. Und das war ganz schöner Wahnsinn. Naja, und ich werde immer wieder von euch gefragt, was ist denn daraus eigentlich geworden und wie, was, wo. Und auch der gute Digger sagt dann zu mir, ey, Keule, Knall hast du sowieso nicht gehört, aber welche Spiele hast du davon denn überhaupt behalten? Hast du davon behalten? Wie ging die ganze Nummer aus? Und ich dachte, da reden wir heute mal drüber, denn ich habe ein paar Spiele behalten, aber da ist wahrscheinlich der ein oder andere überrascht von euch, gar nicht viele tatsächlich. Ich habe es jetzt hier mal aufgereiht, die zeige ich euch dann gleich nach und nach. Es sind aber tatsächlich mit der Erweiterung, ich habe da ein bisschen gecheatet, sind jetzt 14 Verpackungen, sind aber 12 Spiele. Zwei Spiele sind direkt mit der Erweiterung. Viele Spiele hatte ich schon, viele Spiele sind aber in der Rubrik gewesen, wo ich gesagt habe, ja, interessant, aber naja, meine Sammlung ist eh schon zu voll. Erzähle ich euch nichts Neues. Will ich die jetzt wirklich haben? Muss ich die haben? Und wenn man solche eine Spielesammlung aufkauft, macht man sich dann auch, wenn man versucht, die Preise von den Spielen rauszufinden, weil 1800 Spiele, und das waren zum großen Teil auch Spiele, die es teilweise, nein, nicht nur, oder es waren viele Spiele dabei, die auch noch Prints sind, die es gar nicht mehr gab. Also saß ich unheimlich viel dabei am Recherchieren. Und man weiß ja, dass Preise auf Amazon oder eBay oder sowas oft verrückt sind. Nur weil jemand jetzt, ich weiß nicht, irgendwie ein Spiel, was out of print ist, für 200 Euro reinstellt, heißt ja nicht, dass es das auch wert ist und dafür weggeht. Also habe ich versucht, so ein bisschen ranzugehen. eBay Kleinanzeigen, eBay verkaufte Artikel, Amazon und habe mir immer versucht, da so ein bisschen den Querschnitt rauszuziehen. Und dann war es sehr häufig, dass ich bei einigen Spielen dann doch schon überrascht worden bin, wo ich mir gesagt habe, ja, vielleicht willst du das für deine Sammlung haben, vielleicht packst du es da rein. Dann habe ich den Preis trotzdem rausgesucht, weil ich wollte einfach ein Grundgefühl dafür bekommen, für jedes einzelne Spiel. Und habe dann festgestellt, Gott, das Ding, das geht realistisch für 80, 90 Euro weg. So, da ich wirklich eher überlegen war, Sammlung oder nicht, habe ich gedacht, okay, wenn es für den Preis weggeht, zack, Gott, das gibst du raus. Das bleibt nicht in deiner Sammlung. Gerade wenn ich mir unsicher war. Also das war schon so eine Sache. Jetzt muss ich nochmal, um es ein bisschen auszuholen, sagen, es werden immer von 1800 Spielen geredet, was streng genommen richtig ist. In der Sammlung war allerdings auch viel, viel, ja doch, man muss schon so sagen, Mist dabei. Kleine Kartenspiele, Skatspiele. Und die waren alle als einzelne Spiele gebookmarkt, wenn man so möchte. Das wusste ich vorher. Ich habe die Liste vorher bekommen. Ist also nicht so, dass ich irgendwie die Katze im Sack gekauft habe. Das war mir also schon klar. Ich konnte das ganz gut kalkulieren. Am Ende würde ich sagen, wirklich relevante, richtige Brettspiele waren es so um die
1100, 1150, sowas die Richtung. Wie gesagt, davon waren es 700, 750 Skatspiele, irgendwelche Pokerdecks. Wir hatten dann eine Kiste dabei mit, ich glaube, 150 Memory-Spielen, wovon ich witzigerweise auch eins für 120 Euro verkauft habe, weil es eine total seltene 1984 Ferrari-Sammlung Quartett war. Also ganz abstrus, wäre ich vorher auch nie drauf gekommen. Also das war schon sehr interessant. Jetzt muss ich aber umgekehrt auch sagen, und das ist auch eine Sache, mit der ich noch mal ein bisschen aufräumen möchte. Ich weiß, dass es die ein oder andere kritische Stimme gab, die gesagt hat, wow, hier der Berlin-Con-Flohmarkt, der war vollkommen überfüllt, viel zu viele Spiele. Da war auch der Sven dran schuld mit seinen Spielen, womit das geflutet hat. Nein, definitiv nicht. Denn ich habe einen gewissen Teil der Spiele im Vorfeld schon verkauft. Also ich habe tatsächlich, da gibt es auch ein Video auf meinem Kanal, wo ich einiges von den Spielen schon zeige. Ich habe diversen Leuten auf Nachfrage die Liste auch mal zugänglich gemacht und habe gesagt, hier, gerade wenn ihr auch auf der BerlinCon seid, reserviert gerne, sagt mir Bescheid, wenn ihr das Ding habt, weil was schon weg ist, ist weg. Das macht euch die Arbeit leichter und ich habe das den Verkauf sicher. Da ging mit Sicherheit auch im Vorfeld ja, 100 Spiele bestimmt weg, also die wir schon vorreserviert haben, etc. pp. Also da ging auch schon mal einiges. Also das auch definitiv. Und jetzt muss man dazu sagen, es waren ja nicht die 1800 Spiele, die wir da auf den Flohmarkt gepackt haben. Also das ist nicht so, dass ich da hingekommen bin und gesagt habe, hier 1800 Spiele, zack, nein, auf dem Flohmarkt waren letztendlich von Spielen, die ich wirklich mit gutem Gewissen draufgepackt habe, weil die jetzt relevant waren, wo ich sage, ja, die Qualität. Wobei die Qualität von den Spielen, die waren alle super. Das war wirklich eine tolle Sammlung, da gibt es gar nichts zu sagen, die auch wirklich in Top-Verfassung war. Also da absolut nichts zu sagen. Aber es waren halt auch viele Spiele bei, die waren aus den 60er, 70er Jahren. Da holt man niemand mehr hinter der Tür hervor oder unter dem Teppich oder wie man es auch immer sagt. Das waren Spiele, die waren irgendwo, wenn man mal geguckt hat auf eBay oder sonst was, waren die irgendwo im 5-Euro-Segment, teilweise 3-Euro-Segment. Und auch da habe ich von Anfang an gesagt, nee, die haust du nicht auf den Flohmarkt drauf, das ist Quatsch. Also dadurch sind nochmal Spiele im Endeffekt aus dieser Liste rausgefallen, die für den Flohmarkt eigentlich gar nicht so relevant waren. Am Ende waren auf dem Flohmarkt ungefähr von mir, ich glaube, es waren knapp um die 700 bis 750 Spiele. Also ist nicht so, dass ich da mit dem BerlinCon-Flohmarkt überflutet habe, um es euch da nochmal ein Gefühl zu geben. Wir haben auf dem BerlinCon-Flohmarkt letztes Jahr um die 7.500 bis 8.000 Spiele gehabt. Also wenn da jemand sagt, deine Spiele, wie gesagt, 700 bis 750 haben den Flohmarkt überflutet. Erste Klasse Mathematik, ja, vielleicht nicht erste, aber zweite Klasse Mathematik ist auch schön. Was ich sagen muss, und auch das werde ich häufig gefragt, und da gehe ich da gleich zu weiter, dass Leute sagen, wow, es war eine verrückte Aktion, würdest du es nochmal machen? Nein, definitiv nicht. Weil finanziell war es okay. Ich habe mir, das muss ich zugeben, ein bisschen mehr von erhofft und vorgestellt, aber es war am Ende ein kleines Plus, nehme ich aber jetzt die ganze Arbeit, die ich dazu hatte, mit dem Recherchieren, dem ganzen Organisatorischen und, war es wahrscheinlich ein Minusgeschäft, wenn ich das ganze Zeitliche von der Arbeit und so noch reinstecke, so dass ich es am Ende als eine Plus-Minus-Null-Geschichte sehe, jetzt aber mit dem großen Aber, die einfach mordslustig war. Das war einfach total witzig. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, und das habe ich mit Sicherheit unterschätzt, und dafür möchte ich mich auch hier nochmal, wenn es jemand sieht, in aller Form entschuldigen. Ich glaube, ich habe tatsächlich das Organisatorische für das gesamte BerlinCon-Team unterschätzt. Das war mit Sicherheit eine Sache, gerade das war mein erstes Mal, dass ich als Mitveranstalter der BerlinCon dabei war. Und ich habe natürlich dadurch sehr, sehr viel Fokus mit diesen Spielen auch auf dem Flohmarkt gehabt. Das habe ich tatsächlich unterschätzt, und ich glaube, ich bin dem einen oder anderen vom Flohmarkt-Team auch ein bisschen auf den Sack gegangen, muss man zugeben, ich weiß. Und es tut mir leid, das war einfach, das habe ich einfach blöd unterschätzt, war mit Sicherheit ein Fehler, und allein deshalb würde ich so in der Form nicht nochmal machen, auch wenn es
am Ende für mich super lustig war. Es war einfach von der Erfahrung her, von dem Mordsgaudi über 220 Kisten mit Brettspielen auszupacken, das war ein einmaliges Erlebnis. Das war super. Also da habe ich schon alles in allem echt großen Spaß gehabt. Bewerte ich das Ganze aber aus dem großen Ganzen heraus, was man ja auch machen muss, dann war es halt gerade so kurz vor der Berlin-Con. Ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn ich irgendwie 2 Monate mehr Zeit gehabt hätte, das Ganze nochmal genauer zu katalogisieren, zu planen, solche Geschichten. Aber es kam ja im Endeffekt, ich glaube, 4 Wochen oder 5 Wochen vor der Berlin-Con. Und ja, das war brutal überschätzt. Also, muss man kurz für den Hals, ne? Den Fehler würde ich nicht nochmal machen, aber das ist eine Spezialität, die ich von mir kann. Ich kann ja manchmal ein ziemlich sturer Bock sein, wenn ich mir was in den Kopf setze und dachte, ach, das wird schon werden. Ja, war dann ein bisschen chaotisch, aber es hat Spaß gemacht. Es war witzig, es war eine mega Erfahrung, einfach so eine Masse an Spielen mal zu sehen, von denen ich auch gar nicht weiß, was das alles war. Natürlich vieles kannte ich, aber es waren viele, viele Sachen dabei, die hatte ich noch nicht vorher gesehen, wo ich gedacht habe, ey, abgefahren. Und davon sind auch Sachen hier, die ich euch heute zeige, die ich mit meine persönliche Sammlung genommen habe. Jetzt muss ich noch was trinken. Erkältung ist eine blöde Erfindung. Lasst das. Nehmt davon Abstand. Kann ich euch nicht empfehlen. Und naja, wie gesagt, allein so 220, ich glaube 220 Kisten waren es knapp, mit Brettspiel aufzumachen, das hat schon was von Weihnachten. Es ist, auch das werde ich oft gefragt, bist du alles losgeworden? Nein, tatsächlich nicht. Also so ungefähr 200-300 Spiele lagern noch, da sind so wirklich Billo-Spiele dabei, wie irgendwelche Kartenspiele, irgendwelche sehr alten Spiele, die ich vom Wert gar nicht so richtig einschätzen kann, die ich auch nochmal von unserem Spielzeugmuseum schätzen lassen wollte. Und einfach ein paar Sachen, die gar nicht weggegangen sind. Und durch die Berlin-Con habe ich dann mit den Jungs von Hunter und Kron habe ich dann einen Deal gemacht. Die haben von mir einige Spiele überlassen bekommen, weil ihr kennt das, wenn ihr Hunter und Kron kennt, die haben ja auf ihren Veranstaltungen haben sie immer das Berlin, nicht Berlin-Con, das Hunter und Kron Glücksrad, wo man drehen kann und Spiele gewinnen kann. Die haben von mir noch ein paar Dutzend Spiele bekommen, wo ich gesagt habe, hier, dann haut's fürs Glücksrad raus, weil die sind da auch immer dankbar für, wenn sie das Spiele haben. Wir haben ein paar Spiele, haben die wirklich noch gerade so Kinderspiele, da haben wir an Berliner Einrichtung gespendet, wo wir dann auch gesagt haben, hier, Mensch, wenn wir da was rausgeben können, auch super schön. Und ja, ein paar Sachen sind noch im Lager, davon werde ich vielleicht nochmal 50 Stück, nicht mehr, vielleicht nochmal dieses Jahr auf den Flohmarkt bei der Berlin-Con, aber das weiß ich auch noch nicht, also. Es werden definitiv nicht mehr so viele Spiele werden und ich werde definitiv keine Sammlung mehr ankaufen. Ich habe witzigerweise ein paar Wochen danach wirklich 2-3 Mal noch Anfragen bekommen. Hey, du hast doch da die Sammlung gekauft. Hast du Interesse? Ich habe da auch noch so eine 300-Spiele-Sammlung, wo ich gesagt habe, hey, komm, geh weg. Einmal reicht. Das ist was, wo man einmal im Leben sagen kann, erlebt, war geil, Haken dran, next. Also verrückt genug war es. Aber genau, es geht ja im Endeffekt darum, welche Spiele habe ich denn wirklich behalten. Wie gesagt, es sind tatsächlich wirklich nur 12 Spiele gewesen, wo ich gesagt habe, ja, die finden den Weg in meine persönliche Sammlung. Wie gesagt, vieles hatte ich schon, vieles war mir dann einfach vom Preis her zu hoch, dass ich gesagt habe, nee, das verkaufst du dann doch lieber so und dringend willst du es dann doch nicht haben. Und ich zeige euch die jetzt einfach mal und ich trinke noch einen Schluck und dann legen wir einfach mal los. Viele davon, wie sich das für eine Brettspielsammlung gehört, natürlich auch noch ungespielt, also von mir. So, wie Nummer 1. Was ich eigentlich gar nicht hätte behalten wollen, Amethyst, das sagt mir einfach gar nichts. Es ist ein Spiel, was Babylon spielt und eigentlich auch gar nicht so hübsch ist. Warum habe ich das? Das auch gar nicht so teuer, das kriegt man auch für einen recht fairen Preis. Und der liebe Rolf, der auch bei Lookout arbeitet, Rolf, Grüße gehen raus, sagte, das ist ein super Ding, er macht das total gerne, ist nach wie vor eins seiner Lieblingsspiele. Der hat es mir dann quasi förmlich aus meiner Sammlung in der Hand gedrückt und sagte, hier, behalt das, das ist super, das lohnt sich, das ist ein tolles Spiel. Ich dachte, gut, Rolf, du hast Ahnung, du sagst auch, dass Grand Austria ein fantastisches Spiel ist, im Grand Austria Hotel, genau wie Rolf, und habe gesagt, na gut, dann behalte ich das einfach mal. Irgendwann wird es den Weg auf den Tisch finden, also wie jetzt, aber so auch quasi aufgebaut. Und ich bin mal gespannt, was Amethyst, was das so kann. Prinzipiell, also wenn jetzt einige Spiele kommen, die ich noch nicht gespielt habe, schreibt gerne mal in den Kommentaren, wenn ihr die Spiele kennt, warum ich sie unbedingt spielen sollte, warum sie gut sind, warum ihr sie so mögt. Sagt mir da gerne mal eure Meinung zu. Das interessiert mich auch sehr, weil
gehen die auch in meiner Prio-Liste vielleicht mal ein bisschen höher. So, dann ein Spiel, wo mir relativ klar war, das musste ich haben. Das war auch eins der wenigen Spiele, was ein bisschen teurer war. Wo ich aber gesagt habe, das will ich in meiner eigenen Sammlung haben. Und das ist der Railroad Tycoon, die deutsche Version von Eagle Games. Müsste erschienen seit 2012, nee, 2005 sogar. Das ist ein paar Tage her. Ich habe Railroad Tycoon auf Amiga, doch Amiga war es. Ich habe so viel gezockt. Es war so, ich habe es geliebt. Railroad Tycoon ist für mich so eine meiner liebsten und besten Amiga-Erinnerungen. Und das Brettspiel, ich habe es damals verpasst und habe mir gedacht, ach komm, das, ich habe es auch bis dato immer noch nicht gespielt, aber ich muss einfach sagen, ich habe das Amiga-Spiel einfach enorm gemocht. Und ja, freue mich sehr darüber, dass ich das auch endlich in meiner Sammlung habe. Ich weiß nicht, ob es immer noch zeitgemäß ist oder taugt, aber das wird definitiv auch irgendwann mal gespielt werden. So, dann was weiteres, was auch noch nicht gespielt worden ist, wie übrigens die meisten Sachen. Was ist in der Sammlung? Aber was mir auch sehr häufig empfohlen worden ist, und das ist in Concordia. Und Concordia dann auch mit der Salzer-Erweiterung. Concordia ist ein Spiel, von dem ich weiß, dass es bei vielen von euch enorm beliebt ist. Hat mich vom Thema her und von den Mechaniken auch immer sehr, sehr gereizt. Ich bin immer so ein bisschen drumherum geschlichen und habe mir gedacht, na, ist mir dann doch noch ein bisschen zu teuer. Will ich es mitnehmen, will ich es nicht mitnehmen. Es war in der Sammlung dabei, auch wenn es die alte Version ist. Das ist die, von wann ist die? Bam, 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 bam. Die 2013er Version, dann direkt mit der Salzer-Erweiterung. Und ja, es war in der Sammlung dabei und da habe ich gesagt, komm, Concordia, das ist was, wolltest du eh immer mal haben. Das nimmst du dir jetzt auch mit. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, weil das sehe ich auch immer wieder auf diversen gespielt Fotos von euch, dass das immer noch ein sehr aktuelles Spiel ist und da freue ich mich drauf. So, ich mache direkt mal weiter mit dem zweiten Spiel, wo auch direkt die Erweiterung dabei ist und auch das war eins, was gar nicht so günstig war, weil es auch schon länger out of print ist, vor allem die Erweiterung Tribun, auch noch vom Heidelberg. Und das ist ein Spiel von Karl-Heinz Schmiel. Wer kennt ihn nicht? Ich. So, verneigt euch vor dem Tribun, ihr Bürger Roms, ob reich, ob arm, ob stark, ob schwach, ob Patrizier oder Plebejer, hört die Worte eures Tribuns. So, ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe aber ganz viel Gutes von dem Ding gehört. Und ich mag einfach dieses römische Thema. Es soll sehr viel Verhandlung sein und Einfluss gewinnen. Ist auch ein sehr, sehr beliebtes Ding, was auch sehr häufig gesucht wird. Ich habe es schon gesehen, dass es diverse Facebook-Gruppen echt für abstruse Preise weggeht. Und da ich, wie gesagt, dieses Thema rund ums alte Rom, ich liebe ja auch Spartacus, das Brettspiel, enorm beliebt und gut sein soll, habe ich gesagt, gut, komm, das ist auch, das nimmst du jetzt einfach mal mit. Du hast die Sammlung eh da, nimmst eh nicht so viele Spiele raus, dann nimmst du mal das raus. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, was das kann. So, dann, ha, jetzt mal ein Ausnahmenspiel, was ich sogar auch schon gespielt habe. Das ist Finca. Finca von Ralf Zolinde und Wolfgang Senka. Macht der noch was? Keine Ahnung. So, Finca. Gab es ja auch 2018, war es, glaube ich, eine Neuauflage. Und die bin ich auch lange herumgeschlichen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. Das ist ein hervorragendes Rondellspiel, wenn man so möchte. Recht schnell, vielleicht hohes Familienniveau, niedriges Kennerniveau. Total tolles Spiel, was auch echt schön aussieht mit den Früchten. Man spielt es auf Mallorca. Entschuldigung. Man muss genau gucken, wie bewegt man sich. Es hat einen sehr coolen Mechanismus. Je nachdem, wie viel ich habe, bewege ich mich mehr mit den Figuren. Wenn mehr Figuren also auf so einem Feld stehen, bewege ich mich genau in der Anzahl, überspringe andere Felder, muss genau planen. Das hat, macht richtig Spaß. Kam bestimmt schon 4, 5 Mal bei uns auf den Tisch. Und ja, freut mich, dass ich das da mitgenommen habe. Das war auf jeden Fall ein guter Griff. So, dann, was ebenfalls bei mir kam, das ist Rokoko. Rokoko habe ich vor vielen, vielen, vielen Jahren mal gespielt bei einem Kumpel. Es war aber nicht meins, sondern es war seins. Ich habe mir dann immer gedacht, na komm, Rokoko, es hat mir Spaß gemacht, das nimmst du dir auch mal mit und dann machst du plötzlich out of print und einfach teuer. So, das war tatsächlich letztes Jahr, bevor auch klar war, dass eine Neuauflage kommt. Die Neuauflage, die lief ja jetzt vor einem Monat auf Kickstarter. Und ich muss sagen, ich finde die optisch gar nicht so schön wie die hier. Also da finde ich die alte Version schon deutlich schöner. Naja, und wie gesagt, Rokoko war immer so ein Ding, was ich halt einmal beim Kumpel gespielt habe, was mir dann einfach zu teuer war, weil es out of print war. Und deshalb war Rokoko so ein Ding, wo ich sage, jo, schön, dass das dabei ist. Dann habe ich es jetzt auch. So,
Machen wir weiter. So, dann haben wir wieder etwas, was ich natürlich noch nicht gespielt habe, und das ist Key to the City London. Das war auch so ein, ja, einfach Spontangriff, muss ich sagen, weil London ist eine meiner Lieblingsstädte. Ich liebe London. Ich weiß, dass die Key-Spiele sehr beliebt sind. Ich habe tatsächlich gar keins da. Gibt ja verschiedene, auch Keyflow, glaube ich, heißt. Ich weiß es gar nicht so genau. Ihr werdet es wissen. Und wie gesagt, ich finde, es sieht echt schön aus. Ich bin ein sehr großer London-Fan und deshalb war, ja, Key to the City London einfach auch so ein Griff. Dann wieder etwas, was ich auch schon gespielt habe. Und das war Ranchers of the Ganges, Dice Placer von Markus und Inka Brandt. War eine ähnliche Geschichte. Ich bin aber so ein bisschen drüber rumgeschlichen. Hatte, war nicht überzeugt genug zu sagen, ich gebe dafür jetzt Geld aus. Das war in der Sammlung drin. Hab gesagt, komm, das ist auch ein Ding, das könnte Cat gefallen. Und wir haben es jetzt auch schon bestimmt 4-5 Mal gespielt. 2er-Konstellation, 3er-, 4er-Konstellation. Das macht echt Spaß. Ich finde es wirklich einen richtig guten Dice Placer. Bin happy, dass ich den da mitgenommen habe. So, weiter geht's. So, 4 Sachen haben wir noch. Da gehen wir dann jetzt auch mal durch. 2 Spiele, die habe ich vor allen Dingen mitgenommen, weil, ja, die mich mechanisch jetzt gar nicht so gereizt haben. Die haben auch auf Boardgame Geek gar nicht mal so die hohen Ratings, sondern eher, und das finde ich jetzt mal ganz interessant, wie ihr das seht, das sind eher Spiele, die habe ich eingepackt, weil ich das Thema einfach mag. Und das kennt ihr doch bestimmt auch, dass es Spiele gibt, die ihr mit irgendetwas verbindet, wo ihr sagt, das ist ein tolles Thema. Allein deshalb bin ich da jetzt vielleicht ein bisschen offen dafür. So, das erste ist Sienna. Sienna von Seaman Games ist auch schon älter, von 2005. Und da muss ich ehrlich gesagt zugeben, ich wollte es immer mal machen. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Warum habe ich es aber mitgenommen? Weil ich die Stadt Sienna liebe. Ich bin ein total großer Fan von der Toskana. Sehen wir noch so eine deutsche Anleitung beilegen. Ja. Rules, interessant. Ich bin ein riesiger Fan von der Toskana. Ist für mich einer der schönsten Orte auf der Erde. Und auch Siena ist ja eine italienische Stadt, die in der Toskana liegt, die ich auch enorm liebe. Wunderschöne Stadt. Und ja, allein aus Bezug dessen habe ich gesagt, komm, hier ist in Siena in der Sammlung. Ist auch, ich weiß gar nicht, ob das Spiel noch kriegt. Ich gehe fast nicht mehr davon aus, da 2005. Das war auch so ein Ding, das kannte ich gar nicht. Da habe ich vorher noch nie von gehört. Und habe gesagt, komm, ganz ehrlich, Siena wird eingepackt. So, mal ein Stück trinken. Hals ein bisschen anfeuchtet, ich gehe gleich direkt zum Whisky über. So, ähnlich geht es dann auch mit dem nächsten Spiel. Und auch das sagte mir gar nichts, obwohl es von Hans im Glück ist. Und das ist die Paläste von Carrara. Auch Carrara, eine Stadt oder eine Region, besser gesagt, die ich wunderschön finde, ist gerade für den Carrara Marmor bekannt, der in ganz, ganz vielen italienischen Villen und Kastellen und sowas verwendet worden sind. Aber auch sehr, sehr bekannt. Ihr wisst ja, ich bin auch begeisterter Hobbykoch. Wenn man Herrn Mörser hat, es gibt die Carrara-Mörse, also aus Marmor, ganz tolle Teile. Ich habe einen, der ist, glaube ich, 50, 60 Jahre alt, den habe ich mal auf dem Flohmarkt von einem Italiener gekauft und ganz tolles Teil. Und die Paläste von Carrara ist auch ein Worker-Placement-Titel. Wir sind Bildhauer. Die Bewertungen auf Boardgame Geek sind sehr, sehr überschaubar. Ich habe vorher auch noch gar nichts von den Dingen gehört. Ist damals total an mir vorbeigegangen. Dabei ist es gar nicht so alt, 2012. Aber da bin ich einfach auch sehr, sehr gespannt. Werde ich mit Sicherheit auch mal irgendwann spielen, hoffe ich zumindest. War aber was, wo ich gesagt habe, Thema, ich finde es optisch einfach. Das Cover sieht einfach toll aus. Ich habe da einen persönlichen, gedanklichen Bezug zu Carrara. Von daher ist das dann auch in meine Sammlung gewandert. So, dann ein Spiel, was in meiner Sammlung gewandert ist. Das ist auch so ein Spiel, wo ich sage, das große Auf und Ab der Preisentwicklung. Und das ist First Class. Bin ja ein großer Fan vom Orient Express.
tolles Thema. Ich liebe die Abenteuer von Cthulhu. Ich mag aber auch die Filme oder auch die Bücher Mord im Orient Express ganz toll. Ich fand die Neuverfilmung auch wirklich gut, jetzt vor 2 Jahren oder wann das war, kam. Und First Class war so ein Spiel, das habe ich damals total verpasst. Es wurde zwischendurch dann für 15 € oder sowas irgendwo rausgeramscht. Dann ist es plötzlich wieder eine Preise brutal nach oben gegangen und war nicht für unter 40, 50 € zu kriegen. Ich glaube, inzwischen hat es hier wieder so bei 25, 30 € eingependelt, also fast Normalpreis, ist aber out of print. Aber ich finde das Thema toll und es soll auch wirklich echt ein gutes Spiel sein, gerade mit verschiedenen Modulen und alles. Also das ist definitiv was, da habe ich letztens auch schon die Regeln gelesen, was auch bald mal bei uns auf den Tisch kommt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich weiß, dass es viele Fans davon gibt und freue ich mich sehr drauf. So, eins haben wir noch und das habe ich im Endeffekt auch nur mitgenommen aus Sammlerzwecken. Das war, ja, Sammlerzweck einfach. Es hat inzwischen nämlich eine Auflage, eine Neuauflage, aber es ist, man darf sagen, es ist Kult. Absolut. Denn wir reden hier von Die Macher. Die Erstauflage aus dem Jahre 1998 müsste das wahrscheinlich sein. Für nominiert, ja, 1998. Und das war das, warum auch es unter anderem Kult ist, es war das allererste Spiel, was je bei Board Game Geek eingetragen worden ist. Politisches Spiel rund um die Politik, um die Parteien im Bundestag. Es ist ein Kulttitel. Es war was, wo ich gesagt habe, ich möchte allein, und da bin ich dann Sammler, dass da diese Erstauflage, die erste Version einfach bei mir in der Sammlung ist. Die neue Version habe ich auch gekickstartet und habe sie auch inzwischen da, aber das war was, wo ich gesagt habe, das muss einfach in die Sammlung rein, weil allein schon mit dieser Board Game Geek Geschichte und der ganzen Historie dahinter. Und ich finde es wirklich auch optisch sehr, sehr cool. Wir reden hier nochmal von einem ganz anderen politischen Deutschland, als es heute der Fall ist. Das sieht man auch in der neuen Version. Und das finde ich schon enorm spannend. Und da freue ich mich drauf, dass es da auch noch dabei war und dass ich das auch mitnehmen konnte. Ja, das waren jetzt im Endeffekt meine 12 plus 2 plus 2 bei der Erweiterung Spiele, die ich von ja, 1800 Spielen genommen von 1800 Spielen genommen habe. Also ich glaube, ich habe mich da sehr, sehr zurückgehalten. Und dann noch bei Cat, mich wahrscheinlich auch sonst getötet hätte. Es war für mich einfach ein toller Ride. Also einfach mal ein paar Spiele da so rumzuwühlen. Letztendlich habe ich mich wirklich enorm zurückgehalten, weil ich habe gesagt, okay, ich möchte die Spiele haben, wo ich jetzt sage, die interessieren mich tendenziell. Da laufe ich vielleicht schon so ein bisschen länger drumherum und weiß nicht, ob ich es mitnehmen soll. Und es war ja im Endeffekt, waren auch bei vielen Sachen wirklich, dass ich direkt gesagt habe, mein ursprünglicher Gedanke war ja auch immer zu sagen, ich möchte jetzt das Ganze nicht machen, weil ich erhoffe davon jetzt reich zu werden und mir daraus meinen nächsten Urlaub zu finanzieren, sondern es war für mich meine erste BerlinCon mit als Teilhaber der Messe. Ich wollte im Endeffekt den Flohmarkt auch so ein bisschen aufwerten, damit dass ich sage, ey, es sind geile Spiele, wann kommt man mal an so eine Sammlung ran? Ich finde das cool, wenn man das mit auf den Flohmarkt werfen kann. Dass ich das am Ende vom Aufwand her und alles unterschätzt habe, war mein Fehler, muss ich einfach so sagen. Trotzdem möchte ich die Erfahrung nicht missen. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es eine negative Erfahrung war. Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der mich deshalb verflucht hat. Und bei dem entschuldige ich mich ganz kleinlaut. Aber trotzdem war es für mich alles in allem, wenn ich es jetzt nachträglich bewerten muss, schon einfach eine mega Erfahrung, die ich so nicht nochmal machen würde. Aber vermutlich ähnlich verrückte Dinge. Einfach, weil das dazu gehört. Es war ein großer Spaß. Ich hoffe, ich konnte bei euch jetzt ein bisschen mal da mit vielen Fragen ein bisschen aufräumen. Wenn ihr noch Fragen zu der Aktion habt, weil ihr sie damals auch mitbekommen habt, schreibt es gerne in den Kommentaren. Fragt mich ruhig. Ich werde da versuchen, darauf einzugehen und soweit zu beantworten, wie es geht. Ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Die nächste BerlinCon kommt bestimmt, wenn uns Corona keinen Strich dadurch macht. Wir sind guter Dinge. Wir haben ja noch knapp 4 Monate Zeit. In diesem Sinne, danke, macht's gut, bis bald und tschüss.